Moin, liebe Heimwerkerfreunde. Ja, wie ihr sehen könnt, die Werkstatt nimmt langsam Gestalt an. Ich habe heute ja noch nicht so viel mit euch gequatscht, eher eigentlich gar nicht. Ihr habt hier mitgekriegt, ich habe ja heute dieses Regal hier halt gemacht. Diese Aussparung hier oben, die habe ich extra größer gelassen, falls ich mir vielleicht doch nochmal eine neue Standbaumaschine hole, dass ich hier oben gleich ein bisschen mehr Spiel habe. Deswegen habe ich das halt auch so, also die Aussparung halt so hoch gemacht. Ja, die Schränke habe ich halt gebaut und ich habe einfach gedacht gehabt, ja, jedes Mal zeigen, wie ich Schränke baue, ist eben halt auch nicht so spektakulär. Und dachte ich einfach, dass ich euch das so zeige, wie ich das jetzt in dem Video präsentiert habe. Dann habe ich ja hier noch diese Leisten rangesetzt, dieses Siebdruck, ja, von der Siebdruckplatte, dieses 18 mm starke Holz habe ich hier noch rangemacht und hier oben noch so ein kleines Board. Ja, das ist einfach nur so, ja, eine Verschönerung. Also ich habe probiert, heute viel mit Resten zu arbeiten. Ich möchte auch nicht so viel Verschnitt haben. Und bei mir ist das dann so, dass ich dann, ja, manchmal dann halt hier sitze und dann halt überlege und einfach dann denke so, da und da könntest du noch irgendwie was ranmachen, auch von den Farben her. Also jetzt so mit dieser schwarzen Leiste, dass das so nochmal unterbrochen wird in der Werkstatt. Ja, einfach so ein bisschen so fürs Schick, so fürs Design einfach. Also mir ist das irgendwie wichtig. Ich finde das immer ganz cool. Ich habe da manchmal so Ideen, um da irgendwie so Farben mit ins Spiel zu bringen. Ist jetzt vielleicht nicht praktisch oder so, aber ja, ich finde, das sieht einfach schicker aus. Und ich habe es ja schon oft gesagt, es lässt sich einfach schöner arbeiten, wenn man sich irgendwie auch wohlfühlt, da wo man halt arbeitet. Ja, wie gesagt, also es war jetzt nicht so spektakulär heute. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und ihr habt dadurch vielleicht ein paar Anregungen gekriegt, wie ihr bei euch in der Werkstatt was umändern könnt oder umgestalten könnt. Und wenn es irgendwie mit Farbe ist oder verschiedenen Holzsorten oder Arten. Und vielleicht habt ihr irgendwie noch ein paar Reste liegen und euch fällt dann auch irgendwas ein. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Video. Gar nicht. Richtig gut, ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video und wir sehen uns bald wieder. Euer Kreativbär. Ciao.